Ein schönes Hallöchen. Wir sind natürlich wieder hier in 7 Days und werden uns jetzt vorrangig erstmal um ein paar Quests kümmern. Hauptsächlich brauchen wir jetzt Papier. Wir brauchen ein bisschen Gammelfleisch für die Beete hier. Ich würde aber auch gerne ein paar Mechanical Parts mitnehmen, weil wir haben ja gesehen bei der Horde, wir haben so gut wie nichts mehr zu reparieren. Da werden wir uns jetzt in erster Linie ganz stark drum kümmern. Ich will nur einmal kurz rüber zur alten Base. Weil ich glaube, da haben wir noch so zwei, drei Sachen, die wir verkaufen können. Außerdem wollte ich mal kurz gucken wegen dem Bergbauhelm. Ich weiß, dass wir den haben, aber allerdings glaube ich, ich weiß nicht, ob wir einen 4 oder 5 haben. Müsste ich gucken. So, dankeschön. Wir fahren mit dem Auto. Und dann machen wir mal. Also wir machen jetzt keine 5er Quests. Das lohnt sich nicht wirklich. Aber so 3er, 4er vielleicht. Wahrscheinlich eher 3er, weil da findet man meistens mehr zum Abbauen und so. So, einen Moment. Tonkin, dankeschön. Na gut, war jetzt nicht viel. Den packt das mal rein. Den Bohrer können wir mal reinpacken, den brauchen wir jetzt nicht mit uns rumschleppen. Und den fahren wir doch einmal kurz hin. Dort ist, hier haben wir schon, da ist das. Ich will nur kurz gucken, wir müssen ja eh zum Händler. Wo da vielleicht noch ein paar Sachen verschäbeln können. Aber wir haben ja so viel gebaut heute gemacht. Ein bisschen Abwechslung muss ja auch mal sein, ne? Geh schön, zack. So, hier guck mal, die können wir auf jeden Fall verkaufen, die können wir verkaufen. Messdächer behalten wir mal, die wollten wir uns auch noch bauen, ne? Ansonsten Batterien behalten wir, Fahrrad natürlich auch. Das wollten wir uns aus Andenken aufbewahren, ja, ja. Die mehr haben wir gar nicht. Dann gucken wir einmal kurz nach dem Bergbauhelm. Wie sieht's aus mit Essen? 3 Stück, wird reichen. Wir haben das Holzfäller, Bergbau, wir haben 5er, okay, den können wir also mitverkaufen. Essen haben wir hier nicht mehr, ne? Außer Dosen. Ja, das lohnt sich nicht wirklich, ehrlich gesagt. Aber komm, nehmen wir mal mit. Was soll das da drin herumgammeln? Das ist immerhin ein bisschen Essen. So, Auto ist noch ein fast tip-top Zustand. Das ist ja mal was Seltenes. Oh, warte mal. Hier, unsere Nachbarn versuchen zu flüchten. Ein Moment. So nicht? Nein, 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 nein. Vergiss es, mein Freund. Und du noch einmal, bitte. Euer ist so ein kleines, harmloses Wanderhörtchen, aber... Wie? Guck mal, den kannst du auch gleich mal essen. Schrot ist immer gut. Und die haben wir noch gar nicht voll. Guck mal, Falletten. Schrotflintengeschütztürme freigeschaltet. Ja, davon haben wir schon ein paar stehen. Ich würde gerne die Maschinenpistolengeschütztürme. Die können wir leider nicht bauen. Was ich mir übrigens schon geschrieben habe, anstatt Schrotflintenmaschinengeschütztürme. Ja, ich weiß, da gibt es ein kleines Problem. Wir können sie nicht bauen. Die sind noch nicht frei. Und kaufen will ich sie nicht. Die sind mir schlicht und einfach zu teuer. Das ist das Problem. So, warte mal. Reboriemo, den da. Dim, dim. Oh, let me guess. So, den hier. Nimm den, nimm den, nimm den. Ist das nur Kleingeld? Den gucken wir erstmal bei den Dreiern, würde ich sagen. Wir können natürlich auch eine Vierer Befallene machen. Das ist ja ein Dreiergebäude. Das wäre auch mal was. Old Strike Bowling? Warum nicht? Ich glaube, da waren wir zwar schon drin, aber ich glaube noch nicht auf Befallen. Bin mir da jetzt aber nicht so sicher. Na, langsam rum. Danke. Ist die hier vorne, ne? Die hier, jo. Schön, 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 schön. Dann lass mal rein hier. So, den hatten wir gar nicht mitgenommen. Oder hat sich jetzt wieder aufgefüllt? Nee. Halt, halt, halt. Die wollten wir doch. Den können wir lernen. So, wir haben es nur 15 Dietrich. Wir knüppeln den mal kurz auf. Ist ja nur wirklich nicht viel. Dann können wir es nämlich gleich nochmal machen. Denke ich. Ja, ja. Was
mir halt aufgefallen ist, es kam wirklich vermehrt von euch. Ich kann euch sogar an den Punkt verstehen. Ich hatte ja damals mal, das war Anfang Dragonfly, ich glaube knapp ein Jahr her, vielleicht ein Jahr und ein paar Monate, aber viele von euch haben sich gewünscht, dass ich mal wieder WoW mache. Das Problem ist, ich habe es euch ja versucht in den Kommentaren zu erklären, bei WoW. Wirklich, ich bin bei WoW eher so der Singleplayer, Solospieler sozusagen. Sich WoW wirklich in den Jahren in dem Punkt sehr stark verändert hat. Ich finde, bis auf jetzt hier, wenn eine neue Erweiterung kommt, wie ihr jetzt gerade kam, Server Office sind, wenn man die einmal die ganzen Quests durch hat, gibt es nicht mehr wirklich viel für Solospieler. Aus Dungeons halte ich mich eigentlich hauptsächlich fern. Gut, die WoW-Fans nennen es nee, das hat aber hauptsächlich den Grund, dass halt die Community in WoW mittlerweile sowas von toxisch ist, überall nur noch Beleidigung und das ist der Grund, warum ich keine Dungeons mehr gehe. Na Tom? Und ansonsten, ich meine, das Spiel kostet monatlich 13 Euro. Es bietet einfach für Solospieler zu wenig, mal kurz ausgedrückt. Ihr braucht mir jetzt auch nicht mit dem Argument ankommen. Ja, aber es ist ein Online-MMO. Da spielt man mit anderen zusammen. Hab ich früher auch viel gemacht. Würde ich auch noch machen, wenn die Community nicht so toxisch wäre. Na mal, kommt ihr da nicht durch? Kann sorgen hier. Hallo Mutti. Ich will nur kurz die Zombies beseitigen. Wir kommen gleich. Machen wir gleich weiter. Exodenfest oder was? So weit waren wir doch noch gar nicht, mein Freund. Jo, Hänge unten fest. So. Was ich meine ist halt, ich habe früher auch in WoW sehr viel zusammen mit Gilden, Freunden, Gruppen. Mir wurde das nur irgendwann halt alles zu viel. Also bei mir war das damals halt so, das endete später quasi, das war kein Spiel mehr. Man hatte überall Termine. Um die Uhrzeit hast du da zu sein, um die Uhrzeit da und da und du. Ich hatte eigentlich überhaupt keine Zeit mehr, irgendwie privat noch irgendwas im Spiel zu machen. Deswegen ich dann irgendwann dazu übergegangen bin, aus der Gilde raus, hab mir geschworen, ich nehme nie wieder eine Gilde, weil es mir einfach zu stressig wurde und hab mich halt hauptsächlich um die Singleplayer-Inhalte gekümmert. Oh, Sperre. Was ja auch eine Zeit lang gut funktioniert hat. Legion, BFA, Shadowlands ging es noch einigermaßen. Aber mittlerweile gibt es halt, sobald man Maximallevel erreicht hat, kaum noch was zu tun für Singleplayer. Klar, es gibt jetzt in der neuen Erweiterung noch ein paar Weltquests. Schon wieder Heimlichmut? Na okay. Die aber man ehrlich gesagt in ein, zwei Stunden durch hat. Und was macht man dann? Es gibt ein paar wöchentliche Events. Das ist mir zu wenig, ehrlich gesagt, einmal die Woche was zu machen. Ich möchte täglich was zu tun haben. Und ansonsten gibt's halt nur noch Dungeons, die ich, wie ich ja sagte, nicht mache, weil die Community einfach zu toxisch ist, überall Beleidigungen und Durchgehetze und da habe ich echt keinen Nerv mehr drauf. Also dem Alter bin ich raus mittlerweile. Ich will gemütlich spielen, mir dabei die Landschaft angucken und so weiter. Tja, sagen wir mal kurz gesagt, wenn ich Leute in WoW treffen würde, mit denen man zusammenspielen kann, die so denken wie ich, lieber langsam gemütlich. Wenn mal was schief geht, ist nicht schlimm. Man lacht drüber und macht dann einfach weiter. Hätte ich, glaube ich, kein Problem damit, nochmal eine Gilde beizutreten. Aber heutzutage besteht quasi WoW gefühlt nur noch aus jungen Leuten, denen am liebsten alles nicht schnell genug gehen kann. Und das ist das große Problem, was ich mit WoW habe. Wenn ich wirklich Leute finden würde, die wie ich ticken, oder Gleichgesinnte, sagen wir mal, wird es wahrscheinlich funktionieren. Das ist der Grund, warum ich das jetzt die ganze Zeit nicht mehr angefasst habe. Ich liebe WoW nach wie vor noch, aber halt, es ist mir halt für die 13 Euro monatlich zu wenig Inhalt für mich. Jo, immer mit der Ruhe. Guck mal, hier haben noch Reparaturwerkzeuge. Nehmen wir auch mal mit. Und ihr hier, guck mal raus da. Dunkel. Ey, ist mir hier zu eng, ja? Thank you.
Danke. So, wenn wir jetzt mal zum Thema Seven Days zurückkommen. Auch das Spiel spiele ich sehr, sehr gerne. Ich habe ja auch extra den Community-Server für euch gemacht. Das Problem, was ich da meistens habe, ist, naja, eigentlich, hätte ich das, was ich mit euch in Seven Days habe, wo wir alle friedlich zusammenspielen, keiner ärgert den anderen, gerne in jedem Spiel. Viele von euch denken, ich mag keine Multiplayer-Spiele. Das stimmt so nicht. Das Problem ist schlicht und einfach nur Papier. Es ist sehr schwer, Spiele zu finden, wo wirklich die Community friedlich miteinander umgeht. Ich habe das Gefühl, heutzutage besteht, ich nehme das nicht persönlich, das Internet zu 100% oder zu 80% aus Idioten. Das ist so, damit meine ich jetzt nicht euch. Aber überall nur noch Gejaule und Gemotze und das ist einfach nur schlimm. Da bin ich wirklich erstaunt und das freut mich auch wirklich, dass es auf dem Community-Server so gut funktioniert. Jeder von euch, der draus spielt, spielt miteinander, redet miteinander, keiner macht dem anderen was kaputt. Es läuft alles friedlich ab. Genauso wünsche ich mir das in jedem Spiel. Ihr unterstützt euch gegenseitig. Der Grund, warum ich selber nur ein bis zweimal in der Woche auf dem Server bin, ist einfach Zeit. Einfach keine Zeit. Das ist der Grund. So, Papier brauchen wir sowieso. Da kommen, glaube ich, nur Electrical Ports raus. Die haben wir genug. Die brauchen wir auch nicht. Das ist was doof. Okay. Kommen hier Mechanikeln? Ich glaube, das war nur Eisen, ne? Ja, mal kurz gucken. Das ist nur Eisen. Gut. Das hier ist aber, glaube ich, noch Papier. Ich wollte es ja nur mal ansprechen. Ich würde wirklich gerne WoW machen. Ich glaube bloß, es lohnt sich aus meiner Sicht einfach nicht. Das ist das große Problem. Ich denke mal, nicht jeder von euch spielt natürlich WoW, weiß ich. Aber ich denke mal, diejenigen von euch, die es spielen, wissen, glaube ich, was ich meine. Oder das Problem ist. Ich glaube, jeder, der schon mal random in einen Dungeon gegangen ist, weiß, was da teilweise abgeht. Da kann man manchmal wirklich auf die Barrikaden gehen. Und ehrlich gesagt, Mann, ich da keinen Nerv mehr drauf. Ich will friedliche, gemütliche Dungeons. Egal, ob das nur fremde Leute sind, die ich nicht kenne, oder Leute sind, die ich kenne. Und behandelt euch jeden wie einen Menschen und nicht einfach wie ein NPC. Aber das sehen anscheinend heutzutage die meisten anders. Danke. Komm hier, mich handelt Pans raus. Nö, Elektrik. Okay. Dankeschön. Hier, dann nehmen wir auf jeden Fall nochmal mit wegen Papier. Die sowieso. So, da wo nichts wurde. Dann ist das hier auch Elektrik. Jojo. Naja, Goldrute, ja gut, nehmen wir mal mit. Wir wollten ja so ein bisschen Abwechslung schaffen. So, steht mal auf da vorne. Ich habe euch schon gesehen, du. Dunkel. Ja, bricht er hier raus. Zu zweit sogar. Hollo. Lotzi. Ey. Sag mal, bist du nicht ganz dicht oder was? Das will ich nur looten. Marlenchen, bist du jetzt durch den Boden gepackt? Da bist du. Was sorgen. Und was ich sagen wollte, jetzt bin ich ganz vom Thema abgekommen. Auch hier in Seven Days hatten wir das Thema schon. Viele von euch schon geschrieben, stellt auch den Schwierigkeitsgrad höher. Es ist langweilig. Der Schwierigkeitsgrad steht erstens schon relativ hoch. Also ich bin nicht auf irre insane, sondern auf Überlebenskünste, also eine Stufe vor insane. Ich habe das in Insane mal ausprobiert. Es ist machbar, aber es macht, sag ich ganz ehrlich, absolut keinen Spaß. Da haben die Zombies so übertrieben viel Leben, dass man sich quasi seine komplette Muni verballert, man zu nichts kommt, man kommt eigentlich nicht weiter. Man hat das Gefühl, man steht, hat Stillstand, man ist wie irre am Farmen, damit man ja für die nächste Horde wieder genug Muni hat. Quests machen lohnt sich überhaupt nicht, weil du da mehr Muni verballerst, als du reinkriegst.
Also ganz ehrlich, und das ist der Grund, warum ich da nicht spiele. Man will ja auch Spaß am Spiel haben. Was bringt es einem, auf Irre zu spielen? Nur weil das schön toll aussieht? Wenn man aber letztendlich keinen Spaß dran hat. Ist jetzt nur meine Meinung, das sieht ja jeder anders. Für mich ist der Spielspaß am wichtigsten. Und ich gebe es auch offen zu, Insane, Irre ist mir eine Nummer zu hoch. Aber da hat ja jeder zum Glück seinen eigenen Geschmack und das soll auch so sein. Ich wollte es euch nur erklären, also auf Irre werde ich das Ganze nicht stellen. Da sehe ich für mich persönlich keinen Mehrwert drin, außer dass es in Stress ausartet und ich die Lust verliere. Und das ist nicht schön. Gut, den nehmen wir erstmal den hier auseinander. Mal abgesehen davon, wenn ich anfange in einem Spiel gestresst zu werden und ich keinen Spaß mehr dran habe, merkt ihr das natürlich auch, ne? Dann heißt es mich nur noch, oh Gott, schon wieder Zombies. Oh nö, jetzt habe ich keine Lust mehr. Das kommt hier auch nicht gut rüber. Nein, nein. Ihr sollt genauso Spaß haben wie ich. Komm mal raus da. So. Du schlaf da nicht rein, du Kleppstuhl. Autsch. So, aber ich bin wirklich schon auf dem Vorletzten. Also, warum die Zombies hier so schnell umkippen, kann ich nicht genau sagen. Wahrscheinlich, weil ich alle Waffen ausgeskillt habe. Dann sind sie ja sowieso OP. Geschehen. Hier ist ein bisschen Medizin. Ah, okay, gut. Ist auch nicht so super wichtig. Aber Papier ist wichtig. Die nehmen wir auch einmal mit. Die nehmen wir genauso mit, mein Freund. Wolltest du mich erschrecken, Lady? Bitte. Ah, hier müssen wir gleich hoch. Okay, Dockele. Oh, geht gleich los. Ich wollte mich hier einmal umgucken. Ein Röhrchen in Ehren brauchen wir jetzt nicht. Okay, hier wohnen wir ja schon. Alles klar hin. Dich habe ich schon. Waren wir hier schon drin? Ja. Den gehen wir jetzt hier hin. Kommen wir denn an die Tasche? So lang? Na, 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 na. Wo grad sorgen? Absolut Kumpel. Hier ist sie doch. Eine Kartoffel, schmeiße raus. Ich glaub's ja nicht. Und dafür bringe ich mich in Lebensgefahr. So, lass mal runter hier. Mach mal auf da. Junge. Das ist doch ein Ernst? Muss ich mich hier bücken? So, du ist so. Auch hier sind wir. So, Jungs, wollt ihr mal ausstehen? Tachchen. Fall mir doch nicht vor die Nase, du. Ich weiß doch, wo ihr herkommt. Sag mal, die Jungs schlafen aber echt. Bibi. Auch noch einmal. Bibi. Tschüssi. Nochmal. Ui. Ich sag doch Ruhe. Guck, daran merkt man ja auch schon den Schwierigkeitsgrad. Wenn der Schockstab mal nicht triggert, dann halten die doch schon gut was aus. Und der triggert halt sehr häufig, habe ich den Eindruck. So, machen wir Feuer aus. So, okay. Nehmen dort hier einmal mit. So, hier unten war auch noch irgendwas, ne? Okay, hier müssen wir sowieso gleich lang. Einen Moment. Wo einmal...
Da draußen ist irgendwas umgekippt. Okay. Irgendein Manni, der sich nicht halten konnte oder so. Oh gut, ein bisschen 8mm, 9mm, nicht 9mm, Magnum. So, den ich weiß, wir müssen hier hoch. Wo waren wir hier? Die brauchen wir immer noch nicht. Und ich glaube, hier kriegen wir noch ein paar Mechanical Pants raus. Die brauchen wir zwar nicht jetzt unbedingt, aber garantiert wieder bei der nächsten Horde. Man kann ja schon mal ein bisschen was auf Vorrat sammeln. Jo, hier war ein bisschen Halligalli. Wollt ihr mal ausstehen? Danke. So, dann machen wir hier. Hallo, Hundi. Und du bist eingeschlafen da unten, oder was? Um die Fliegen? Du bist eine hier kommen. Ach so. Kackchen. Guck mal, Hunde liegt doch gut. Das ist doch schön. Fetthärchen, ne, das ist Matschauge, hängt doch fest. Hallo Mutti, Moni, bitte. Ich glaube, der Rest knüppelt sich gerade dadurch. Durch den Eindruck. Sag mal, Mutti, findest du den Weg nicht, oder was? Ah, Mutti hängt da mal wieder nur so rum, ist typisch. Moni, Traum an. Und die machen synchron umkippen. Hier war auch mal mehr los, ne? Für eine Befallene ist das echt wenig. Ah. Muss sie da gleich mal rausholen, sonst wird er dann nix. Ey, sag mal, Manni. So schwer kann er nicht sein. Nur tram an hier. Grad sorgen. So, dass nur noch die da fehlt. Jo, das war auch die Quest. So, einen kurzen Moment. Den schnappen wir unser Morchetchen. Weiß ich, können wir auch mit kämpfen, wenn wir es gilden, will ich aber nicht. Und Schockstart macht viel mehr Spaß. Okay. So, dann können wir uns jetzt hier in aller Ruhe um den Loot kümmern. Ich glaube, wir gehen aber vor, einmal zum Auto entleeren. Das wäre vielleicht nicht verkehrt. Alles nur Electrical Ports. Das hier auch, ne? Electrical Ports haben wir aber ordentlich genug. Dann ist das auch, wie gesagt, die brauchen wir auch nicht, nicht? Ja gut, Sand schmeißen wir raus, aber... Warte mal, das kann sowieso raus. Aber ich muss so oder so gleich einmal zum Auto. Das nutzt alles nichts. Nein, ich wollte nicht Bose drüber gehen. So, warte mal kurz. Jo, den Loot holen wir uns gleich. Hier war doch irgendwo die Schulter. Jo, jo. Den Loot einmal kurz rein, damit wir ein bisschen Platz haben. Die brauchen wir zumindest nicht so viel wegschmeißen. Dankeschön. Geld kommt erstmal rein. Wieso ist ein Dado gelockt? Sag mal, hatten wir da irgendwas Wichtiges? Essen ist da, Trinken ist da, Muni ist da, Honig haben wir, das haben wir. Den Rest brauchen wir ja nicht unbedingt. Ich weiß das gar nicht. Doch, der Bohrer war da, ne? Der Bohrer, genau. Ja, den Bohrer brauche ich aber auch nicht immer mit mir rumschleppen. Holen wir, den kann ich entlocken. Hier, schmeiß den noch rein. So, und den müsste jetzt... Den hatten wir schon, alles klar. So, Stuhl kommt mit. Jo, Stuhl kommt mit. Wollen wir mal rein gucken hier? Danke, danke, danke. Die kannst du euch zerlegen. Danke. Du kommst auf jeden Fall mit. Du auch. Ein Kochbüchli. Sehr schön. Die brauchen wir nicht. Das nehmen wir mit.
Dim. Noch ein Kochbüchli? Stufe 4, Spaghetti. Wir haben Miracoli freigeschaltet. Oh, einmal reingucken. Kann man die Kisten eigentlich auch zerlegen? Fällt mir gerade mal so ein. Das probieren wir gleich mal. Dankeschön. Den haben wir hier. Durst. Landwirthandschuhe 4 müssen wir gucken. Ich glaube nicht, dass wir haben eh voll. Die können wir. Komm, die knallen wir irgendwo rein, wenn wir mal Rüstung finden. Nee, zum Beispiel hier für unsere Bergbau. Die nehmen wir mit. Damit wir da mal nicht immer die Platzprobleme haben. Das haben wir schon. Das auch. Fällt mir jetzt gerade ein. Nö, kann man nicht. Okay. Das dürfte Electrical Port sein. Du kommst mit. Du kommst mit. Du kommst mit, mein Freund. Ja. Nimm den da, ja? So, hier noch. Ich weiß, da oben gucken wir gleich auch noch. Oh, hat er wieder Hunger. Den ess erstmal den. Sind wir los? Was ist der? Okay. Jo, das hier dürfte Electrical Port sein. Ja, looten tun wir gleich von der anderen Säule. Danke. Die brauchen wir nicht. Aber die Uhr dürfte Mechanical Part sein. Und die Kasse, glaube ich, auch. Da bin ich mir aber nicht so sicher. Einfach mal gucken. Ja, ist auch Elektrische. Okay. Die Uhr auch. Mechanical Parts gibt es gar nicht so viele, ne? Du kommst mit. Dich holen wir. Schränke gehen nicht, das wissen wir. Die haben wir auch schon so oft. Die kannst du zerlegen. Hier gucken wir noch einmal rein. Schlagabwehrmod reduziert Fallschaden. Ich weiß es gar nicht. Müssen wir mal gucken, ob wir die schon drin haben in den Schuhen. So, einen Moment. Ob wir überhaupt noch was reinkriegen in den. Ja, ich glaube, da kriegen wir. Ja, komm hier die Packerin, mein Freund. Die könnte zwar auch reinpacken, wäre aber Schwachsinn. Wir haben ja schon frei. Dann kommen wir in die Bergbauausrüstung. Das nehmen wir mit. Ja gut, wir müssen auch den nächsten Mal wieder Kaffee kochen. Wir nehmen auch Kaffee mit. Den nehmen wir mit. Den nehmen wir mit. Den nicht. Den kannst du auch mal benutzen. Dann haben wir eh schon. Dankeschön. So, dann wissen wir, das ist Elektrige. Danke. Bei der Kaffeemaschine bin ich mir nicht so sicher. Aber ich tippe auch auf Elektrik. Danke. Okay. Wir probieren es einfach. Ejo. So, aber hier gibt es auch keine Dunsthauben oder Müll. Nixe. Ach komm, was soll der Geiz? So, danke. Das hier noch einmal. So, den noch einmal. Wenn wir schon mal hier sind. Kann man es auch kurz mitnehmen, ne? Was gibt hier denn auch Elektrikel, ne? Jojo. Aber Schaden kann es noch nicht. Wäre nur schön, so langsam mal eine Ratsche oder Bohrer zu kriegen, ne? Ich meine, wir haben fast alles auf 6, aber. Irgendwie Ratsche oder Bohrer ist uns nicht gegönnt. So, nehmen wir den noch mit. So, das wär's hier aber auch. Den kannst du zerlegen. Wunderbar. Ich glaube, gelootet haben wir alles. Wenn ich mich nicht täusche. Ah, da hängt noch eine Uhr und so, weiß ich. Aber im Großen und Ganzen. Waffen befallen dir doch recht wenig hier. Okay, dann hauen wir kurz rein, was geht. Dankeschön. Da müssen wir gucken zu Hause. Die Ikone erstmal rin. So, dann fahren wir einmal kurz nach Hause. Gucken, ob wir die haben. Oder was wir davon haben. Haben wir es, das weiß ich. Dann kommen wir mich gleich mit verkaufen. Oder besser gesagt, eben Oltin zu Hause.
So, ein Moment. Rüstung. Dort ist Landwirt. Landwirt müsste hier sein. Wir haben Dreuer. Okay, dann verkaufen wir die Dreuer und behalten die Vierer. So, jetzt gehen wir zum Trader. Allerdings haben wir bei weitem noch nicht genug Papier. Deswegen werde ich jetzt einmal kurz, wir können das Geld gleich mitverkaufen. Haben wir sonst noch irgendwas? Die können wir eigentlich auch verkaufen, aber die möchte ich gerne erstmal sammeln. Die packen wir in einen Helm. Wie gesagt, hier Landwirt, Holzfäller und so, das muss ja auch alles noch. Ja, sonst haben wir nichts zum Verkaufen. Bleibt erstmal drin. Lass mal hin da. Dankeschön. So, mein Freund, Dynamit, Zeitschriften, Dietriche. Zeitschriften haben wir auch fast alle. Ach komm, nimm mal die Dietriche. Ach ja, hab ich vergessen, haben wir ja geskillt, ich kann zwei Sachen nehmen. Ja, okay, dann nehmen wir die Dietriche und die Zeitschriften. Stimmt ja. Wow. Können wir gleich mal verkaufen. Dann nimm den kannst du haben, die kannst du haben, auch wenn die nicht viel wert sind. Aber wie gesagt, wir brauchen noch mehr Papier und so. Dann gucken wir nochmal, noch eine, haben wir noch eine, nein, wir haben keine Befallene mehr. Dann gucken wir so mal, Befallene, klar haben wir auf 3, aber das wäre ein 2er Gebäude, das ist denn doch schon etwas zu klein. Nehmen wir das? Sibirdin? Ah! Da waren wir in der Tat noch nicht drin. Wir kennen sie. Wir haben sie in A21 zum Erbrechen oft gehabt. Das ist die Bärenbau oben in den zwei Zombiebären drin. Aber hier haben wir sie in der Tat noch nicht. Nein, nein. So, schmeiß Moneten mit drin. Und wir hören uns dann wieder in der nächsten Folge. Da machen wir erstmal gemütlich die Bärenbar. Gucken, was wir da noch mitnehmen können, damit wir ein paar Parts kriegen und so. Wie viele haben wir denn insgesamt überhaupt? 13. Ja, die sind nicht mehr so häufig. Die kommen hauptsächlich aus Einkaufswagen und Autos, ne? Und halt diese komischen Hebewagen da. Ich komme auf den Namen jetzt nicht. Auf jeden Fall. Wir brauchen mehr. Viel mehr. Bis zur nächsten Folge. Tschüssi!